Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beagle Raider. Wir wollen immer noch Sam finden. Messias will lustige Dinge mit ihr tun. Und wir kämpfen einfach gegen eine Armee voll Oni und alle werden getötet. Und Lara hat hoffentlich einen guten Psychiater zu Hause. Oh, sieht aus wie ein Rätselraum. Oder möchte gern Rätselraum? Wir werden es sehen. Erstmal hier gucken, was passiert. Ach so, okay. Ich verstehe. Wir müssen das Tor nämlich mal aufmachen. Was haben wir denn hier? Lara sagt nichts, obwohl ich auf Instinkt gedrückt habe. Kann ja nicht so wichtig sein. Ah, das wird so ein Timing-Ding, glaube ich. Und schnipp, schnell, schnell, rüber, rüber, rüber. Komm, Lara, Lara, Lara. Nein, da komme ich nicht hoch. Oh no. Das war jetzt, glaube ich, zu lang. Schnell, 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 schnell. Das war nicht zu lang. Ist das etwa die ganze Zeit auf? Hm, ach so, ja gut. Ja gut. Wie mache ich das denn jetzt schlauerweise, damit es auch in die Richtung... Einfach von da und heftig drauf und booms und rooms. Und überhaupt. Versteht ihr? Ich glaube ja. Ich glaube, ihr versteht mich. Ich habe ja auch noch dieses Maschinchen hier. Das machen wir heftig Rabumse. Hm, habt ihr das Rätseln in diesem Raum gespürt? Ich auch. Ich muss irgendwie da raufkommen. Ja, wir gehen da hin und klettern da hoch. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nicht? Okay. Nee, da kommt sie nicht hoch. Weißt du, was ich jetzt mal mache, weil ich mich kenne? Das Ding zu. Geht das? Kann ich es zumachen? In der Tat, das geht. Ach, ich... Aber dann habe ich auch schon die Lösung. Lösung. Von dem Rätsel in Anführungszeichen. Alles klar. So, jetzt habe ich meine Klettermöglichkeit. Das war jetzt natürlich... Ah, das geht ja gar nicht. Warte mal. Kann ich das Ding ziehen? Zack. Nein. Oh doch. Warte mal. Geht das so dumm? Ach komm, das ist doof. Das war nicht schlau, glaube ich. Nee, das war nicht schlau. Ich habe aber eine andere Idee. Warte, so. Ziehen. Hauruck. Und jetzt, Lara, schwing die Hufen, ja? Du kannst doch nicht mal dafür rennen. Das ist unglaublich. Wie soll das denn bitte hinhauen? Oder kann ich das auf dem Ding machen? Das ist natürlich eine Frage. Nee, das geht auf dem Ding, geht das nicht. What? Da oben ist eine Kiste. Hm. What? Ich erstmal hier hoch und hole mir die Kiste und dann stehe ich hier mit meinem kleinen Hemd. Hoch. Lara, wir brauchen eine Lösung. Ah, nein, 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 ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, ja, ist okay. Aha. Karte wurde aktualisiert. Mhm. Ah! Okay. Das wär's gewesen. Ja, den schaffst du auch, Lara. Ich war nur zu doof. Für einen Moment. Aber Hauptsache, ich habe dir erstmal die Knie gebrochen. Das ist das Wichtigste. Okay, das war doch jetzt simpler, als ich gedacht habe. Einmal ein bisschen im Raum umgucken und dann hat man's. So, warte mal.
10 und hau ruck. Ja, los. Und zack. Jetzt auf der anderen Seite das gleiche. Flatsch drauf. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäß. Bling. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sie redet mit einer Statue darüber. Sam, ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Kam ist eine Frau mal mächtig und sichert sich ihre Macht durch Seelenübertragung, ist sie gleich irre und böse. Wie Lara das so schön am Anfang gesagt hatte. Nicht, dass das eine gute Sache wäre, Seelenübertragung, das ist ein bisschen pfui. What? Das konnte ich jetzt warum machen? Niemand weiß es. Warum konnte ich das denn jetzt machen? Da oben kann man klettern. Okay. Nee, warum? Ich verstehe es nicht. Und da bin ich doch reingekommen. Okay. Weiß ich nicht. Ist okay. Warum ist der Kamerawinkel jetzt so komisch? Sie rennt aber jetzt auch echt eigenartig. Und bei allen ist sowieso nicht Laras Stärke. Die joggt hier gemütlich her. Als wäre nix. Als wäre alles okay. Nicht mal in Notsituationen rennt sie wirklich, sondern joggt eigentlich gut. Daher, kein Zurück mehr. Na dann. Dann ist das wohl so. Wir haben ja auch gar nichts. Ich werde bestimmt jetzt nicht zurückrennen. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Hui. Zack. Kanzu. So. Ich würde mal sagen, ist jetzt bald Finaltime angesagt. Glaube ich. Schnee, Eis und Schnee, weil Moos sieht cooler aus oder so ähnlich. Hier werde ich jetzt nicht angegriffen. Kann ich nicht glauben. Ha. Nein, bitte! Lara! Warum tun Sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara?
an die 500. Also, mal im Ernst. Messias, also Lara hat ja das Rätsel um Himiko gelöst und dann gesagt, ja, dann müssen wir die Leiche halt begraben. Messias ist jetzt wie lange auf der Insel und sein einziger Schluss ist, dass man dass Seelenübertragung eine ziemlich fesche Idee ist. Also, nee. Messias ist genauso dumm wie Lara psychotisch. Also viel, ne? Aber gut, wir schauen mal, ob wir Sam retten können. Können wir bestimmt. Da bin ich ganz zuverlässig. Oh. Diese Kamera, wenn die mir sagen möchte, wo ich hinklettern soll, das ist sehr unangenehm. So. Oh. Okay, geschafft. Hui, da ist ja auch noch was gewesen. Glatt übersehen. Warte mal, was? Ach so, Kletterwand. Wir werden danach auch noch Rise of Tomb Raider spielen. Ich werde es aber nicht direkt danach machen. Ich gebe zu, das ist halt nur so ein bisschen semi, das Spiel. Ich möchte es aber definitiv auch mit drin haben, weil es wird mir an den Stellen, wo es ist, auch Spaß machen. Das ist nicht das Thema, aber das Spiel hat noch weit mehr Probleme als jetzt zum Beispiel dieses Spiel hier. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach so, okay. Ja, okay. Aber ich werde es nicht direkt sofort machen. Huch. Tada. Sondern ich möchte hier nach, und das ist damit offiziell eine Ankündigung, dass das nach Tomb Raider kommt, merkt es euch gut, gerne The Last of Us machen. Denn auf das Spiel habe ich jetzt seit Uncharted schon ziemlich Bock. Und da freue ich mich auch drauf. Daher werden wir das dann machen und mal gucken, was die Pilze uns so zu sagen haben. Aber jetzt müssen wir erstmal Sam retten. Ich soll nach oben, das ist mir schon klar, aber es muss doch hier irgendwas für mich geben, oder verstehe ich gerade was falsch? Okay. Hä? Dude, what? Geht das? I don't know. Was passiert denn, wenn ich das... Okay, ich sag da nichts zu, Leute. Ich sag da nichts zu. Ah. Natürlich. Naja, passiert. Das ist jetzt auch nicht so. Das macht keinen Sinn. Nee, warte mal. Ich war nicht nah genug dran. Na komm. Schneller. Oh. Habe ich gemacht, Leute. Ja, stellt euch nicht so an. Okay, hat's geschafft. Gut. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Ich glaube euch nicht ein Wort. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme, wir werden nicht ohne dich fahren. Oh, auf einmal. Wisst ihr noch, wie sie am Strand gesagt haben, wir werden auch ohne dich fahren. Ich warte bestimmt nicht auf dich. Wo hat die den Sinneswandel... Ah! Okay. Wo hat die den Sinneswandel so heftig her? Und vielleicht möchte ich auch gar nicht wissen, wo dieser Sinneswandel... Ah, Lara, Lara! Was war das denn, Lara? Ich wollte nicht, dass du dahin springst. Und warum das
Das ist beim Klettern manchmal nicht so ihre Stärke. Da tut sie auf einmal Dinge, die sie nicht tun sollte. Und die ich auch nicht will. Die ist sehr suizidgefährdet. Und tatsächlich ist es in Rise of Tomb Raider noch mal um einiges schlimmer. Die ist da so fuddelig und flummiartig unterwegs, dass die echt richtig oft gut und gerne mal in den... What? Okay, ich dachte, ich muss da hoch. Muss ich offensichtlich nicht. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, wenn ich mich weiter so anstelle. So, Lara, wo muss ich denn jetzt hin? Ohne Witz, wo muss ich hin? Ich muss da hoch, also... Ich glaube, ich muss da hoch. Wieso funktioniert denn das nicht? Ah, ich Doppelsprung, okay. Der Winkel ist aber auch echt beschiss, muss man sagen. Das geht besser. Auf so vielen Ebenen. Knall, boom, bang. Sie dreht völlig durch. Die Frau hat richtig heftig Probleme, Leute. Das müsst ihr verstehen. So eine richtig zornige Frau einfach. Manchmal braucht eine Frau auch einfach keinen Anlass dazu. I try. Ich bin nicht sicher, was ihr von mir wollt. Wollt ihr, dass ich jetzt... Okay, soll ich jetzt da runter oder wie? Ah! Okay. Soll ich jetzt hier runter oder was? I don't know. Nö, das war's nicht. Ui. Na, von hier wieder, klar. Ist okay. Sie kann Steine aus Bergen machen und ist dabei noch so gut, dass sie Lara einen Kletterpfad damit macht. Sie möchte also eigentlich von Lara aufgehalten werden. Anders kann ich das jetzt nicht so interpretieren. Aber was sie jetzt konkret von mir da unten möchten, muss ich mal schauen. Okay. Na. Ja, ist ja gut. Also in eine andere Richtung geht's auch einfach nicht. Achso. Sie hat halt so ausgesehen, als wollte sie unbedingt dahin springen. Egal, muss man auch mal gemacht haben. Habe ich jetzt irgendwas? Ne, ich habe gar nichts. Okay, schade. Aber ich werde aber richtig heftig mit Moon ausgestattet. Das ist nicht gut. Ich sehe da schwarz mit so viel Moon. Das heißt, wir werden nur wieder hier Soldatenkriegsspielchen spielen. Weil Forscher machen das so. Lasst euch da nichts anderes erzählen. Als Forscher müsst ihr einfach auch ganze Armeen niedermetzeln können. Sonst kommt ihr nicht ans Ziel. So, mal gucken, wo wir hier jetzt hinklettern. Heisenberg war hier ziemlich fleißig. Hat alles schön hell gemacht beim Eis. Es Handarbeit. Wo denn? Genau. Ah! Das kann mich bestimmt treffen, dieses Geröll. Oh no. Leute, tut mir doch sowas nicht an. Ich hab doch keine Ahnung. Ich will doch nur nach da oben. So, wir gehen jetzt noch da hoch. Oh, shit. Oh, große Königin, durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch diese menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Hinein und erwachen!
Leute, hier mache ich einen Cut. Wir wollen Sam retten. Jetzt wissen wir, wo Sam ist. Das sieht schon wieder aus wie ein Kriegsgebiet. Und um die Spannung aufrechtzuerhalten, ich glaube, dass das nächste Mal der finale Part wird, mache ich nämlich hier jetzt den Cut. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Wie fandet ihr das jetzt so? Okay, wir haben heute nicht viel gemacht. Viel Kletterarbeit hatten wir. Finale kommt. Ja. In dem Sinne, habt noch einen richtig tollen Tag. Wir sehen uns im Finale wieder.